Desperado Stage Dive bzw. zur Höllenfahrt durch die Karibik auf der Barge to Hell, dem 70.000 Tonner Luxus-Kreuzfahrtschiff Majesty of the Seas, auf dem sich die nächsten 5 Tage nur Metalheads rumtreiben werden. 40 Bands spielen auf 3 Stages und um euch auf amerikanische Weise zu begrüßen, wie der Typ eben beim Check-in: Welcome to the Majesty of the Seas! Welcome to the Barge to Hell! Where are you from? I'm from France. We're from New York. Phoenix, Arizona. Seattle. Miami. Ohio. I'm from Toronto, Canada. Canada as well. Direkt aus München. Aus Hannover. We are from France. We're from Colombia. Canada. I come from Mexico City. I'm from Denmark, Scandinavia. Romania. Jupiter. How is it there? Very stormy, very shit. We like it here on Earth. Yeah, very sunny, good waves, good girls, everything good. I'm from Canada, I'm just waiting for Nickelback to start playing. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, es gab ein Gewinnspiel von Desperados und 4 Gewinner, beziehungsweise eigentlich nur eine, und das war Daniela, und die durfte 3 Leute mitnehmen. Ja. Wie geht's dir? Super. Kurz vor der Abfahrt? Unglaublich. Und du hast deinen Ehemann mitgenommen. Lässt man so jemanden nicht eigentlich lieber zu Hause? Nein, wir verstehen uns gut, also der darf mit. Ja, dann hast du sie überreden müssen, dass du mitdurftest als Ehemann. Na, das war ja meine Idee überhaupt, das mitzumachen. Aber die glückliche Gewinnerin war meine wunderbare Frau. Was für Erwartungen hast du an die Kreuzfahrt? Was soll passieren? Ja, ich lasse mich überraschen. Ich meine, tolle Konzerte hier in einer unglaublichen Atmosphäre. Ja, schauen wir mal, was passiert. Und dann würde ich sagen, let's rock the boat. Oder? Ja. Was sagst du dazu? Rock'n'Roll. Yes. Geil. Steven Aaron from Paradise Lost. How's your impression of the cruise? It's quite good, actually. Yeah, yeah. Well, I mean, we can't go anywhere, so we have to enjoy it. So what do you like the most about it? It's actually, I mean, I thought the boat was going to be smaller, so I thought you'd be hemmed in. But there's plenty of room. Everyone's been really cool. You know, it's been really nice. Actually, it's a good vibe. Really Is good it vibe. A bit like you are in private here also? Yeah, you can get your own privacy. It's not, you know, I was wondering whether we'd just be like surrounded by people constantly, but it's nice. It's pretty nice actually. So what did you think when the offer came, or how came the idea to join this cruise? Oh, I mean, we took the offer straight away. We were like, yeah, it should be really cool, you know, to do. We've never done anything like this before. I mean, we did the one from Stockholm to Finland, but it was like a day. So, I mean, we did play on a boat, but it's nothing like this, you know. Yeah. I mean, we said yeah straight away. So some of your songs are a bit calmer or more calm than many of the other bands here. Mm-hmm. But in your earlier days, you had much harder songs. So do you play a mixture of all of this, or what is your playlist about? Yeah, I mean, over our 25 years and 13 albums, we've sort of had a wide variety of music. So, I mean, we try to make the set have a good ebb and flow, like a heavier song, then some calmer ones, some heavier ones. And it's a good good backlog to pick a mixture from, actually, you know. Do you have any connection to the sea? Like Paradise Lost is a bit in the name. We live on an island. So, you know, we're kind of used to being going out on boats when we were children and stuff, and my granddad was in the Navy, so we're close to the sea in the UK. Yeah. Everywhere you live, it's not that far, you know, you're never more than 60 miles from the ocean. So thank you, and enjoy the day tomorrow and all the days. Thank you very much. Thank you. The tear of lies, underestimated fight.
gemütlich hier gemacht, ne? Sodom und ich und Tom. Ist das so ein Metal-Paradies oder wie stellt man sich ein Metal-Paradies vor? Das ist hier bestimmt kein Metal-Paradies, aber für uns immer so eine willkommene Abwechslung von diesem Metal-Boot, mal irgendwo was anderes zu sehen, weißt du, außer Metal-Fans, mal klar, Metal-Fans sind überall. Ne? Finde ich eine gute Sache, mal hier zu sein und so ein bisschen abrelaxen und so. Ne? Darum geht's auch. Ist eure Arbeit immer so geil? Ja, wir haben also echt einen harten Job, wie man sieht. Ne? Nein, das ist wirklich eine Ausnahme. Wir sind ja auch wirklich woanders unterwegs und wo nicht immer so schön ist, aber wenn man schon mal hier ist, dann nehmen wir das auch gerne mit. Ne? Ihr wart ja bei der Cruise, bei der 70.000 Tons 2011 schon dabei, ne? Was ist jetzt der Unterschied? Welche Cruise ist besser? Ach, die sind alle klasse. Also wir haben das, letztes Jahr haben wir das genossen und dieses Jahr finden wir es auch nicht scheiße. Also ist natürlich für uns alle ist natürlich auch eine super Gelegenheit, dass du mal zu einer Show rausfährst und ja, kannst sowas wie jetzt mit einer Kokosnuss in der Hand ein Interview geben. Nee, das ist schon klasse. Also im Prinzip ist genau wie letztes Mal. Das ist geil. Es gibt ja zwei große Bühnen auf dem Schiff. Welche ist geiler zum Spielen? Ich glaube, die im Theater, die große Bühne. Wir haben letztes Mal da gespielt, die war die Show, die oben am Deck stand. Das ist wohl immer nur so ein bisschen Party-Stage halt. Und ich glaube, ein bisschen mehr Ambiente bietet dann da unten die im Theater und so. Weil das hat schon so eine Club-Atmosphäre halt, ne? Manche Bands trifft man ja auch im Fitnessstudio. Seid ihr dann nicht so die Typen für, oder? Doch, ich bin jeden Tag am Trainieren. Nein. Ja, du lachst, aber ich komme ja nicht. Diese Figur kommt ja nicht von nichts so. Ne? Du zeigst sie uns ja jetzt gerade nicht so richtig. Also es ist noch besser als ein Sixpack, das ist ein Partyfässchen. Und ja, Fitnessstudio ist unser Ding. Auf dem Schiff gibt es ja keinen Backstage-Bereich, alle Bands und alle Leute hängen so gemeinsam ab. Ist das dann anders als bei anderen Festivals so für euch, also auch mit den Bands gemeinsam da irgendwie zu chillen? Ja klar, also wir sind ja immer sehr volksnah und es gibt auch Musiker, die sagen, auf so ein Schiff zu spielen, naja, da hat man keine Ruhe, die Fans bedrängen einen und wollen Autogramme oder sich unterhalten und so. Wir sind ja sowieso dafür bekannt, dass wir das immer gerne machen. Ne? Viele andere, klar, die machen ihren Festival oder ihre Show ab im Bus, ab im Hotel, weg sind die. Aber wir wollen ja auch den Fans was zurückgeben und so eine Gelegenheit, wenn das jemand auf dem Schiff unsere Band mag und so, der kann sich mit uns unterhalten, Autogramme und in dem Moment können wir auch ein bisschen was zurückgeben halt. Ne? Das vergessen immer viele. Wenn uns keiner mehr kauft oder sehen will, dann machen wir keine Musik mehr. Ne? Und ich bin da überhaupt nicht scheu gegenüber. Wenn mir einer zu nahe kommt, zu viel wird, dann soll er auch kommen, das war es jetzt. Ja. Geh mal Bier holen. Die erste Europatour von Sepultura war ja mit euch damals, glaube ich, ne? 89, ja. Genau. Und die sind ja jetzt auch mit auf dem Schiff. Ist das dann irgendwie was Besonderes? Seid ihr noch in Kontakt, oder? Ja, ich habe gerade Paolo getroffen, den Bassisten, und Andreas habe ich dann am Flughafen schon getroffen. Na klar, wir kennen uns, wir lieben uns. Ne? Für Sepultura war das damals auch die erste Chance, in Deutschland zu spielen. Und es gab mal die Probleme zwischen uns, was oftmals nachgesagt wurde. Aber wir kennen uns einfach, wir lieben uns. Und jeder respektiert den anderen und so, die machen das, wir machen das. Und so muss das auch sein. Wir chillen jetzt hier auf den Bahamas am Strand und vom Heavy Metal Paradise gibt's eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder für euch da.